Das Europäische Parlament hat heute hier in Straßburg abgestimmt über den Haushalt für das Jahr 2012. Am Schluss wurde der Haushalt mit großer Mehrheit beschlossen, aber das muss jetzt noch ausverhandelt werden mit dem Europäischen Rat, also der Vertretung der europäischen Mitgliedsländer. Die Federführung für uns Grüne hatte in diesem Prozess Helga Trüpel aus Bremen. Ich hatte eine kleinere aktive Rolle, indem ich für den ITRE-Ausschuss, also den Ausschuss für Industrie, Technologie, Forschung und Energie, der Berichterstatter war und dort die Meinung des Ausschusses koordiniert habe und in den Gesamtprozess einbringen sollte. Wir hatten drei Prioritäten im ITRE-Ausschuss. Erstens ging es um die Mittel für Forschung, zweitens die Mittel für kleine und mittlere Unternehmen und drittens Mittel für eine nachhaltige Energiepolitik. In allen drei Bereichen, kann man sagen, haben wir gewisse Erfolge erzielt und auch Rückhalt beim Budgetausschuss und beim Plenum gefunden. Es gibt mehr Mittel, als der Rat vorgesehen hat, für die Belange von kleineren und mittleren Unternehmen. Es gibt mehr Mittel für nachhaltige Energiepolitik. Und wir haben uns gemeinsam dagegen gewehrt, dass der Forschungsetat quasi kannibalisiert wird zugunsten des Fusionsprojektes ITER in Frankreich, also dieses Atomfusionsprojektes. Das letzte wird aber noch ein sehr harter Kampf werden zwischen der Parlamentsmehrheit und dem Europäischen Rat. Ansonsten gab es aus Sicht der Grünen-Fraktion eine gemischte Bilanz im Blick auf die Frage, ist auch das Europäische Parlament fähig, bei sich selber zu sparen? Wir haben durchsetzen können, dass mehrheitlich beschlossen wurde, auf Kurzstrecken soll nicht mehr Business-Klasse geflogen werden. Ein kleiner Erfolg. Wir haben nicht durchsetzen können, dass die führenden Beamten, die hohen Beamten, keine Erhöhung kriegen sollen. Da hat uns die sozialistische Fraktion im Stich gelassen. Leider, sonst wäre auch das möglich gewesen. Wir haben durchsetzen können, dass die Tagesgelder nicht erhöht werden, sondern eingefroren werden. Aber wir haben nicht durchsetzen können, dass die Büropauschalen reduziert werden, was wir auch vorgeschlagen hatten. Also gewisse Signale positive Richtung gibt es, aber leider nicht genug. Da hätten wir uns mehr selbstkritisches Bewusstsein aus der Mehrheit gewünscht. So viel ganz kurz. Das sind natürlich nur einzelne Aspekte, aber eben die, mit denen ich zu tun hatte. Und deswegen wollte ich das jetzt hier einfach berichten.